heute mit ein paar Tipps für die Anfänger unter euch. Diejenigen, die das Saxophon heute vielleicht zum ersten Mal in die Hand nehmen und sich fragen, wo kommen bei den vielen Klappen eigentlich genau die Finger hin? Da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Das erste ist zunächst mal, das Saxophon muss hier am Gurt befestigt sein, entweder ein Nackengurt oder ein Schultergurt, damit ihr das Gewicht des Instruments nicht mit den Händen halten müsst. Das nächst Wichtige sind die Daumen. Die linke Hand, die obere Hand, hat für den Daumen einen Knopf auf der Rückseite. Das ist bei manchen Saxophonen, so wie bei meinem, aus schwarzem Plastik, bei anderen aus Metall. Das ist auch je nach Modell unterschiedlich. Hier kommt der Daumen drauf, einfach zum Stabilisieren. Die rechte Hand hat für den Daumen so eine Schlaufe. Das ist auch bei manchen Saxophonen aus Plastik, schwarzem Plastik, bei meinem jetzt hier aus Metall. Und unter diesen Haken kommt der Daumen drunter. Ich zeige es mal von der Seite, einfach hier drunter. Dann haben wir das Saxophon schon mal stabil durch den Gurt und die zwei Daumen. Dann haben wir es schon mal gut in der Hand. Dann gibt es natürlich noch die vorderen Klappen. Also die linke Hand, die obere Hand, hat vorne recht viele Klappen zur Auswahl. Das heißt, wir müssen wissen, welche davon sind die Knöpfe, die wir tatsächlich auch benutzen für die ersten Töne. Also die oberste Klappe, die ist bei manchen Saxophonen aus Metall. Bei meinem jetzt hier ist ein Permutknopf. Das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Ist auch nicht so wichtig, den lassen wir nämlich aus. Und was wir gleich, der Zeigefinger gleich drauf kommt, ist die zweite Klappe. Danach kommt hier, ich zeige es mal so, eine kleine Klappe, die lassen wir auch weg. Der Mittelfinger kommt auf den größeren Knopf daneben. Dann bleibt nur noch eine übrig, da kommt der Ringfinger drauf. Und diese Seitenklappen hier bedient der kleine Finger, aber für den Anfang sind die erstmal nicht so wichtig. Also schauen wir es nochmal an. Erste Klappe auslassen, Zeigefinger auf die zweite, die kleine Klappe wieder auslassen, Mittelfinger, Ringfinger. Bei der rechten Hand ist die Sache wesentlich leichter. Da haben wir nämlich hier 1, 2, 3 Knöpfe. Und da kommt der Reihenfolge nach Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Und für den kleinen Finger haben wir hier auch wieder seitliche Klappen. Die sind auch bald wichtig, aber jetzt für den Anfang noch nicht. Ich hoffe, die Tipps haben euch weitergeholfen. Schaut mal auf meiner Website vorbei, abonniert meinen Kanal. Bis bald. Ciao.